Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18. Ja, heute gegen Preußen Münster. Ich wollte mir bloß noch mal kurz meine Dings angucken im Büro. Die Managerziele, die Vorstandserwartung, so heißen die. Bei mir, ich habe eben gerade schon einen Aufnahmeversuch gemacht, dann hat es aber kurz geklingelt nach ein paar Minuten Aufnahme, deswegen habe ich jetzt neu gestartet. Es kam bestimmt gerade ein Paket oder so, ich weiß es nicht. Aber alles gut. Verpflichte einen jungen Spieler, also da haben wir bis jetzt noch nichts gemacht. Und verbessere die Jugendakademie-Spieler um 5 Gesamtpunkte. So, Markenpräsenz, sorge dafür, dass mindestens 70% ausverkaufter Liga-Heimspiele sind. Gut, da haben wir eins von zwei besetzt und wir haben bis jetzt erst zwei Heimspiele gehabt, also sieht ganz gut aus. Erhöhe die Spielergehälter um maximal 20%, habe ich 3% Steigerung. Erfolge national, Ligameister werden im Moment bloß Zweiter und Deutscher Pokal, das 16. Finale, also die Runden 2 erreichen. So, Kontinental haben wir natürlich keine Ziele, weil wir eben nicht Kontinental irgendwas spielen. Ja, sieht ganz gut aus. Und bis jetzt wollte ich mal so sagen, haben wir schon eine Jugendakademie eigentlich eingerichtet. Ich weiß gar nicht, Jugendstab? Den haben wir noch gar nicht. Gut, dann machen wir mal einen Jugendstab. Wir haben ja ganz schön viel Geld. Also ich würde sagen, wir, gut, den 4 Millionen können wir uns nicht kaufen. Aber den soliden 3 Sterne Benjamin Meyer können wir uns kaufen. Ist, denke ich mal, ein solider für den Anfang. Ich weiß nicht, ob ich ihn. Ich glaube mal, ich werde einfach mal ein Scrolling, das wir direkt erstmal in Deutschland aufbauen. Über 9 oder 6 Monate machen. Ich mache jetzt mal 6 Monate. Das reicht erstmal für den Anfang, würde ich sagen. Hält ungefähr bis zur Winterpause, dann können wir dann immer noch einen neuen Scout holen oder den Scout quasi nochmal hinschicken. So, aber jetzt geht es erstmal ins Spiel gegen Preußen Münster. So, Preußen Münster, wir können ruhig mit Auswärtstrikot spielen. Preußen Münster hat coole Trikots, fällt mir gerade mal auf. Das Heimtrikot sieht sehr schön aus. Auch wenn Grün eigentlich nichts mit dem Verein Farben zu tun hat, aber gut. Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch was mit den Vereinfarben zu tun, aber nicht mit den Dingsfarben. Ihr wisst schon, was ich meine. Den Wappenfarben, genau. Also den Farben, die man sieht. So. Gut, ich muss schon das mal, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ist ja auch für die Aufnahme unwichtig. So, und hier sind wir schon im Stadion von Preußen Münster. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie heißt das. Ah, da hat Magdeburg letztens das gespielt. Na gut, was ist das letztens? Ich weiß es nicht. Na gut. Auf jeden Fall hier in der dritten Liga, der 5. Spieltag müsste das sein. Hier in Münster eben. Sehr schönes Stadion. Auch wenn es ein FIFA-generiertes Stadion ist, aber wir sehen es einfach mal als gutes Stadion an. So, hier sehen wir die Tabellensituation. Magdeburg auf Platz 2 mit dem Sieg. Wenn Wiesbaden verliert, könnten sie auf Platz 1 kommen. Preußen Münster mit 7 Punkten nach 4 Spielen auf Platz 10. So, hier sehen wir die Spieler einlaufen. Die Preußen Münster, also die Münsteraner, heißen die Münsteraner? Nennen die sich so, ich weiß es gar nicht. Münsteraner heißen die Einwohner von Münster, glaube ich. So, das Spielerdebüt von Patrick Kammerbauer, den wir letzte Woche gekauft haben, von Nürnberg kam er für 880.000. So, hier sehen wir die Mannschaft des SV, das SV Magdeburg. Ich bin jetzt auf SV Magdeburg gekommen, wahrscheinlich wegen der Werbung der SBM. Des FC Magdeburg, SV Preußen Münster heißen die, glaube ich. Das könnte passen. Gut. So, natürlich hier noch den Handshake, wie man ihn kennt. So. Kriegen wir auch Aufstellungen zu sehen oder so? Scheinbar nicht. Gut, ich kann jetzt da nicht viel zu sagen. Ich werde auf jeden Fall erstmal alles ein bisschen durchlaufen lassen hier. Ist eigentlich mal ganz gut, so drüber zu reden oder so. Wir können den Part ja einfach skippen, ein bisschen vorgucken und so. So, hier sehen wir die Mannschaft von Preußen Münster mit Manager Benno Mühlmann. So, mit einer Viererkette und einem, ja, einer Fünferkette im Mittelfeld quasi. Einer Sturmspitze, das ist Grimaldi. Und, ja, einem ZDM und sonst ZMs und LMs, RMs eben. Körper im Tor. Der hofft wahrscheinlich, wenn man uns die Form der letzten Spiele anguckt, viel zu tun bekommt von Magdeburg. Ja, immer noch mit derselben Formation, ein 4-4-2 eben. Im Tor immer noch Bruns, den haben wir jetzt nochmal spielen lassen, auch wenn Jan Glinka eigentlich noch eigentlich wieder genesen sein sollte, aber wir haben ihn jetzt erstmal spielen lassen, einfach um Glinka noch mal ein bisschen Auszeit zu geben. Außerdem hat es bis jetzt auch ganz gut ohne Glinka funktioniert, muss man auch zugeben. Glinka sollte bis nächste Saison, denke ich mal, ausgetauscht sein. So, auf jeden Fall geht es jetzt los. Preußen Münster hatte den Anstoß, Grimaldi jetzt hier erstmal Ballbesitz, verliert aber den Ball gegen Handke. So, und dann direkt erstmal dagegen Konter gegen von Magdeburg. Ich glaube, das erste Mal, dass Magdeburg in diesem Trikot spielt, in dem blauen. So. Florian Kahr war das, glaube ich, den Pass zu Lohkämper. Lohkämper rennt bis zur Linie und den Ball in die Mitte, aber der kommt nicht an. So, und Töpitz mit dem Fehlpass im 16er. So, und jetzt erstmal den Ball geklärt von Preußen Münster. Hofmann jetzt auf Außen. So, Florian Kahr auf seiner Position eben.
Obwohl, nee, falsche Seite, glaube ich, oder? So, auf jeden Fall, Grimaldi hat den Ball besetzt, aber Heinke klärt ihn wieder. Also, Heinke gegen Grimaldi gut bis jetzt. So, Florian Kahr hat jetzt als Verteidiger agiert. So, sowieso mit dem Pass auf Außen zu Butzen und der zu Lohkämper. So, auf Außen zu Türpitz und auf ganz Außen zu Florian Kahr, der jetzt durchlaufen kann. Und die Flanke reinbringt, aber das kein Problem für den Torwart Körber. So. Abschluss von Körber. Oder Abschlag, soll man eher sagen. So, weil jetzt bei Wiebe und der Angriff jetzt von den Würzburger Kickers, die Fans machen hier auf jeden Fall ordentlich Party. Hofmann verliert den Ball aber gegen Heinke. Ball jetzt zum 90er Kammerbauer. So, sowieso mit dem Fehlpass zu Braun. Lustig, dass hier Braun und Schwarz haben die nämlich. Das ist auch gut. Und jetzt auf Hofmann auf den Außen. Heinke muss da verteidigen und hat den Ball. Und rennt ihn noch vor der Ecke. So, und Florian Kart, sowieso jetzt den Ballbesitz zu Nils Butzen, der aber nicht an den Ball kommt, der war ein bisschen zu steil. So, Schwarz jetzt mit dem Ball auf links außen Heinrich. Heinrich verliert den Ball gegen Müller. Und jetzt Butzen den Ballbesitz, der den Ball zu Lokhammer gespielt hat, aber der kam nicht an. So, jetzt der Ball auf nach hinten wieder zu Wiebe. Und Wiebe zu Scherder. Auf bei Braun jetzt der Ball. Und auf Hofmann zurück zu Rizzi und der zu Wiebe. Also die machen ja ein sehr gutes Ballbesitzspiel. Jetzt Hofmann den Ballbesitz mit dem Pass nach Braun. Und der wird von Heinke gestoppt, aber Braun hat den Ball wieder erobert. Jetzt Wiebe im Ballbesitz. Wiebe rennt in die Mitte. Auf Außen zu Heinrich. Auf in die Mitte zu Grimaldi, aber Heino hat den Ball. Und der Schuss und fast ins Tor, genau neben das Tor. Brunst mit dem ersten Abschlag jetzt hier von Magdeburg. 20 Minuten sind um, Magdeburg hat noch nicht viel geleistet bis jetzt, also die Zeit hier verfliegt gerade ganz schön. Preußen Münster im starken Ballbesitzspiel hier, aber jetzt verlieren sie den Ball. Müller mit dem langen Pass zu Lohkämper, weil er jetzt auch frei durch ist. Und das sind die Situationen, die Magdeburg helfen, und so steht es 1-0 für Magdeburg mit dem ersten richtigen Angriff, mit dem ersten richtigen Torschuss von Lohkämper. 1-0 für Lohkämper, gut vorbereitet. Auch von Müller war es, glaube ich, der den langen Pass gespielt hat. Und wir sehen schon, der Auswärtsblock feiert hier. So, da kam der Pass eben. Und dann, ja, Magdeburg gute Tore immer, wenn sie frei durch sind. Hier eben der Angriff, der erste richtige Angriff, auch mit dem Torschuss. Sonst kamen immer das Flanken, die vom Torwart gehalten wurden. Achso, das ist gute Tor eben hier von Lohkämper. Und ja, weiter geht's. Anstoß wieder für Preußen Münster. Also 22 Minuten, wie gesagt, der erste richtige Angriff. Der Magdeburger und das erste Tor dadurch auch von Lohkämper in diesem Partie, in dieser Partie. So, aber Preußen Münster schon wieder im Gegenangriff mit Heinrich und Grimaldi hier. Und Grimaldi verliert den Ball gegen Heino. Florian Kahl mit dem Ball nach vorne zu sowieso und auf außen zu Butzen. Wieder zurück zu sowieso und der auf außen zu Florian Kahl. Und dabei durch zu Türpitz. Und Türpitz ist wieder durch, kann auf außen gehen und geht nach innen. Macht die Flanke hier zu, ich weiß auch nicht, was war, ich glaube Putzen. So, und Kammerbauer zu Müller, aber der wird abgeblockt und der Ball somit ins Aus. Und es gibt Abschluss, das war für mich aber eine Ecke eigentlich. War da eigentlich geblockt von dem Preußen Münster Verteidiger, so wie ich das gesehen habe. Aber Körper jetzt hier mit dem Abschlag. So, jetzt wieder das Aufbauspiel der Preußen Münster. Ne? Aber Florian Kahl mit dem Ball. Besitz in die Mitte zu Sowislo und zu Müller. Auf Außen zu Nils Butzen, in die Mitte zu Lohkämper, der wieder durchgehen kann. Auf Außen zu Nils Butzen und hier die Flanke. Kommt durch zu einen Angreifer. Ich glaube, es war Kart. Aber der Ball zur Ecke geklärt durch einen Abpraller, eben durch einen geblockten Ball. So, Körber muss die Ecke rausfausten. Kart in die Mitte, aber der wird von Scherder abgeblockt und wird erstmal rausgeklärt. So, Grimaldi gewinnt das Kopfballduell und Lohkämper hat den Ball jetzt sammer. So, Müller im Ballbesitz auf Außen zu Heino, der nach vorne ist. Aber jetzt der Ball geblockt vom Hofmann war es, glaube ich. So, schwarzen Ballbesitz zu Braun. Grimaldi auf Außen zu Wiebe. Und Wiebe spielt den Ball, aber da ist keiner. Kammerbauer zurück zu Brunst und der Ball nach vorne geklärt erstmal. So, Türpitz mit dem Ball zu Lohkämper. Der wird geblockt, aber Türpitz wieder mit dem Ball zu nochmal zu Lohkämper. So, auf Außen zu in die Mitte sowieso zu Heinke und jetzt zu Florian Kart, der erstmal in die Mitte geht mit dem Ball zu sowieso der Kapitän Dorsch und Schuss und knapp neben das Tor. Guter Angriff sowieso mit einem Schuss mal, der Kapitän macht's mal selber. So, Körper jetzt mit dem nächsten Abschlag und sowieso erobert den Ball. Türpitz sitzt im Ballbesitz
Wird aber geklärt von Scherder und Körber schießt den Ball erstmal raus. So, Schwarz wieder den Kopfball zu Braun, zurück zu Schwarz. Und Handke hat den Ball, Fehlpass von den Preußmünzern. So, Türpitz jetzt durch, können den Ball zu Müller spielen. Müller ist durch und mit dem Schuss, aber Körber hält. Und der Körper nimmt ihn jetzt in die Arme. Das war der erste den Satz, den ich gesucht habe. So, Heino mit dem Ball, Eroberung wieder. Lohkämpfer mit dem langen Pass nach vorne, aber den hat der Torwart Körber. Der kam zu weit für Türpitz. So, Müller jetzt wieder mit dem Kopfball, mit der Balleroberung. Zu Ritzi jetzt aber mit dem Fehlkopfball quasi, kann er jetzt natürlich nicht viel dafür. Auf außen zu Hofmann, zu Braun und der macht den Seitenwechsel zu Heinrich. Und der Ball aber jetzt wieder in Magdeburger Ballbesitz sowieso auf außen zu Nils Putzen. So, Putzen macht auch einen Seitenwechsel zu Florian Karrat. Kommt sogar an, Florian Karrat ist durch, aber braucht zu lange, um den Ball anzunehmen. Muss jetzt hier eine Wendung machen, eine Drehung. Die Flanke und der Kopfball abgewehrt von Manning und dadurch jetzt auch mit dem Eckball geschossen von Florian Karrat. So, kommt auf den ersten Mann hier nach außen jetzt aber zu Lohkämper und der kann schießen, aber der Ball wird abgeblockt. So, Ball rausgeköpft, aber jetzt wieder im Ballbesitz von Magdeburg. Lohkämper zu Heinke. In die Mitte zu Lohkämper und Lohkämper schießt fast, aber der wird abgeblockt von Schwers. Einwurf für Magdeburg. Florian Karrat wirft zu Heinke und der zurück zu Florian Karrat, der auf außen durchgehen kann. Geht in die Mitte und macht die Flanke, die aber geblockt wird und rausgeht. Müller jetzt im Ballbesitz. Wieder auf außen zu Florian Karrat und der in die Mitte zu Türpitz. Türpitz mit der Flanke. Kommt auf außen zu Nils Butzen, der macht das Kopfballtor kurz vor Halbzeit. Also kurz vor Halbzeit ist Magdeburg immer sehr aktiv. Da war auch schon letztes Spiel der 2-0-Treffer. Und wir sehen schon gute Drehung hier von Türpitz war es, glaube ich. Und dann steht Butzen da ganz frei außen auf den letzten Pfosten und macht den Kopfball rein. Torwart hat er nicht viel, kann er nicht viel gegen machen. Ist einfach in einer anderen Position und ja, Butzen köpft da eben dann in das freie Tor quasi. So, Halbzeit jetzt. Pfiffe hören wir von den Preußmünster-Fans, denke ich mal, die die Leistung ihrer Mannschaft nicht sehr feiern scheinbar. War nach dem 1:0 noch anders, da haben sie ihr Team weiter angefeuert, aber nach diesem leichtsinnigen Tor kurz vor Halbzeit war es eben scheinbar den Fans zu viel. War ein Tor, was verhindert werden könnte. Da stand einfach keiner bei Butzen und der ist eigentlich nicht der Kopfball aktiv, das ist ja ein kleiner. Aber ja, war einfach kein Verteidiger. So, Karlsruhe führt 1:0 gegen Fortuna Köln. In den anderen Spielen eben, dem einzigsten anderen Spiel am Tag. So, Anschluss von Magdeburg jetzt in die zweite Halbzeit. Und so, Ball direkt mal auf Außen jetzt. Kammerbauer im Ballbesitz in die Mitte zu Müller, der Ball wird abgeblockt. Grimaldi jetzt wartet auf einen Mitspieler. Braun jetzt im Ballbesitz zurück zu Grimaldi. Und Grimaldi zurück zu Wiebe. Und der zu Schwarz. Der auf Außen zu Ritzi. Und der wieder nach innen zu Schwarz. Wiebe, also wie gesagt, Preußmünster, man kann sagen, was man will, aber wirklich eine sehr starke Ballbesitzmannschaft. Aber jetzt eben kommt nicht so wirklich durch gegen die Magdeburger. Jetzt, ja, der Angriff aber gewonnen, nichts geworden lag kurzzeitig ein Preußmünster, ne? Am Boden. Wir sehen schon Felix Lohkämper hier. Einen Schuss daneben, einer, der vom Torwart gehalten wurde, das blaue, glaube ich, heißen, und einer, der auch reinging. So, aber jetzt erstmal Abstoß von Brunst eben. So. Also ja, wie gesagt, da lag kurzzeitig ein Preußmünsteraner, also mit Münsteraner auf dem Boden. Gab es auch kurz Vorteil für Münster, aber das hat mich ein bisschen aus dem Kommentierkonzept gebracht. Jetzt wieder der Schuss von Grimaldi und knapp neben das Tor. Also sie haben Chancen, sie haben die Chancen zu Toren, aber sie nutzen sie irgendwie nicht. Man hört wieder Gepfeife von den Fans, finde ich ein bisschen, ja, nicht so nett. Die das Team gibt hier alles. Eventuell pfeifen sie auch uns aus, ich weiß nicht. Aber eigentlich gibt es nichts Auspfeifungswürdiges. Grimaldi jetzt fällt den Ball. So, und jetzt Müller im Ballbesitz mit dem langen Pass. So, wechselfreudig. Der Mann von Aue, dessen Name ich jetzt nicht aussprechen möchte. ZOM. Gibt anscheinend Wechselgerüchte. So, Braun jetzt auf im Ballbesitz zu Wiebe. Und der wieder zu Braun. Ball wird fast abgefangen, aber jetzt Grimaldi im Ballbesitz. Aber der mit dem Fehlpass zu sowieso und jetzt der Gegenangriff von Müller eingeleitet jetzt hier. Und der wird fast von den Beinen geholt. Der Ball auf Außen kommt nicht durch. Und jetzt der hohe Ball auf Außen von zu Heinrich. So, Heinrich versucht durchzugehen mit dem Ball jetzt zu Wiebe. Und Wiebe zurück zu Heinrich, aber Müller klärt den Ball zu Butzen. Und der in die Mitte zu Sowislo und der auf Außen zu Florian Karrat. Und der wird gestoppt von Ritzi. Jetzt mit der Ball bei Hofmann, aber der macht den Fehlpass zu Sowislo.
So, jetzt haben wir hier Florian Kahr und der mit dem Pass zu Türpitz, glaube ich, abseits war, genau so ist es. So. So, Lennart Stoll kommt rein für Braun. Und der nächste Wechsel diesmal auf Magdeburger Seiten. Ja, wir sehen schon, Ludwig kommt rein für Müller. Also jetzt hier der Wechsel mit dem starken Müller, der ein gutes Spiel geliefert hat. So, jetzt erstmal der Freistoß für Preuß Münster, dabei wird von Müller verlängert. Was, Müller? Müller wurde doch ausgewechselt. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall der Ball nach vorne von Magdeburg, der jetzt aber von der Verteidigung gelockt wurde. Ritzi im Ballbesitz auf außen zu Hofmann. So, Wiebe verliert den Ball gegen Heinke. Und jetzt ist hinten alles frei bei Würzburg. Der läuft natürlich offensiv gerade. Lohkämpfer mit dem Schuss, aber der wird vom Körper gehalten. Und Ritzi jetzt im Ballbesitz, der den Ball nach vorne klärt. Zu Stoll, zurück zu Ritzi und nach vorne zu Hofmann. So, Hofmann mit dem langen Pass zu Grimaldi. Grimaldi mit dem hohen Pass zu Heinrich auf außen, aber der wird geklärt von Kammerbauer. Und jetzt dabei wieder bei Ludwig nach vorne und hier Putzen in die Mitte zu Lohkämper. Und Lohkämper macht den Ball hoch zu Florian Kahr, der kommt gut durch. Florian Kahr geht jetzt alleine in die Mitte. Aber der Ball vom Körper gehalten, der rennt da ein bisschen zu lange. Hat sich zu spät zum Schuss entschieden. So, Magdeburg kann den Ball aber wieder erobern, wieder zu Florian Kahr. Der den Ball verliert, aber der landet wieder bei ihm und jetzt. Ah, der Ball geklärt von dem Verteidiger Scherder. Fast zur Ecke, aber es gibt keine Ecke für Magdeburg. Der Ball noch vorher geklärt von Manning. So, Schwarze zum Ballbesitz. Ja, wie gesagt, gutes. Ich kann es natürlich auch ein gutes Ballbesitzspiel von den Preußen Münster. Münsteranern. Von den Münsteranern. Preußen Münsteranern hat sich komisch an. So, Einwurf jetzt für Preußen Münster eben. So, Scherder wird ausgewechselt. Manning mit dem Einwurf zu Heinrich in die Mitte zu Wiebe. Grimaldi jetzt im Ballbesitz. Auf außen zu Ritzi in die Mitte. Der Ball kommt an bei Manning. Zu Wiebe, der zu Schwarz und der mit dem Fehlpass zu Ludwig. Und der auch mit dem Fehlpass Putzen hat aber den Ball noch. Zu Lohkämper auf außen zu Kammerbauer. Der RV springt jetzt hier durch. Hat die Eckenchance, die Flankenchance. Kann hier nochmal in die Mitte gehen. Der Ball kommt nach innen und Ludwig mit dem 3 zu 0. Der Joker-Treffer quasi, der eingewechselte. Ja. Auch wieder dasselbe. Also außen kann der RV einfach frei durchlaufen. Und ja. Ludwig sprintet hier ganz lange. 75. Minute war es, glaube ich, oder 74, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, wie gesagt, also da steht er wieder frei in der Mitte. Also so gut sie auch im Ballbesitz sind, die Preußen Münsteraner. ja, einfach nicht gut im Verteidigen. In der Verteidigung, wir sehen schon Max Reischl, der sich auch freut. So, Florian Kahr wird ausgewechselt. Laprovot kommt rein. Laprovot. So, da war ein kurzer Cut. Nach dem Anstoß, tut mir leid. Ja, kann mal passieren beim Live-Kommentar, tut mir leid, aber wie gesagt, ist halt so. Auf jeden Fall, Wiebe jetzt im Ballbesitz. Preußen Münster zu Schwarz in die Mitte, der auf außen wieder zu Ritzi. In die Mitte zu Wiebe. Und der mit dem hohen Pass zu Heinrich. Und der mit dem hohen Pass in die Mitte und Schwarz konnte den Ball, aber wird ja, wird nichts draus eben. So, der Wechsel hier, Rühle kommt für Hofmann rein auf rechts im Mittelfeld und auch noch ein Magdeburger Wechsel und zwar Hamann, der für Heinke reinkommt. So, Heinke jetzt auf rechts außen müsste sein, Hamann auf rechts außen, Brunst mit dem Abschlag, noch 10 Minuten to go. So, mit dem Abschlag jetzt hier Brunst und der Ball kommt nicht an. Jetzt wieder Preußen Münster im Ballbesitz mit Rühle in die Mitte zu Schwarz und der zu Wiebe. So, auf ganz außen zu Ritzi. Jetzt kommt der RV mal durch. Und hier Rühle in die Mitte mit der Flanke, aber der Ball kommt nicht durch. Preußen Münster mit dem Ball zu mit bei Stoll zu Ritzi, wieder zu Stoll. Und in die Mitte zu Wiebe, aber Brunst hält den Ball gut. So, und ganz lässig spielt Magdeburg hier den Ball raus. So, sowieso im Ballbesitz spielt auf links außen zu Hamann. So, und der Ball hoch durch zu Türpitz. Türpitz muss sich jetzt hier erobern. Lohkämper und Butzen. Butzen jetzt mit dem Schuss, aber nicht das Tor. Gut gehalten vom Torwart. Ritz jetzt mit Rühle. Auf Rühle. Und mit dem ganz, ganz langen Ball nach vorne, der fast ankommt. So, Wiebe jetzt zu Stoll. Stoll wieder im Aufbau. Aber Fehlpass zu Heino, aber Heino kann den Ball nicht behalten. Heinrich mit dem Schuss und ans Außennetz. Also, ja, sie spielen nicht schlecht, die Münsteraner, aber sie treffen das Tor halt nicht, beziehungsweise nicht ins Tor.
haben wir das Außennetz gerade getroffen, aber wie gesagt, es läuft nicht so. Auch im Verteidigen lief es nicht so dieses Spiel, also dieses Spiel muss Preußen Münster einfach abhaken und ja, nächstes Spiel dann eben sich bessern, wenn sie irgendwas vorne mitzureden haben wollen. So, Rizzi jetzt mit der Flanke gleich. Die kommt durch, da steht frei, war Grimaldi und der wird auf der Linie geklärt und Heino rettet auf der Linie und dann nochmal kurz, ganz kurz auf der Linie. In der Nachspielzeit hier. Puh, das war eine spannende Situation, muss man sagen. So, aber jetzt die Flanke Brunst, ja, schlägt den raus und jetzt kommt nochmal schnell ein Einwurf für Preußen Münster, aber dann wird es auch bald einen Abpfiff geben. So, Manning jetzt am Ball, muss jetzt bald die Flanke bringen, da kommt die Flanke. Heino bringt ihn raus, Ludwig jetzt im Ballbesitz zu Sowislo, zu dem Kapitän, auf Außen zu Hamann, auf zu La Prévot. So, nochmal ein Angriff von Magdeburg hier, Lohkämper, jetzt kann es eigentlich bloß das 4-0 geben, denn er ist frei durch. Einzigste noch den Torwart als Hindernis, läuft jetzt 4-0 für Magdeburg. 19 Minute plus, und das ist die Entscheidung gut. Es war eigentlich vorher schon die Entscheidung, da wäre jetzt nicht mehr viel passiert. Aber so, das 4-0 von Lohkämper, ja, ein weiterer Treffer auf dem Weg zum Sieg hier eben. Kann der Torwart auch nicht mehr viel machen, ist eben der einzigste, der noch überwunden werden muss vom Stürmer Lohkämper. Das zweite Tor in der Liga und auch das zweite im Spiel, glaube ich. Ja, Lohkämper auch schon in der 22. getroffen. Und das war's jetzt. Die Preußener sind hier eben geschlagen. 4-0 werden von den Fans auch ordentlich ausgebuht. Ja, also wie gesagt, ich finde das Ausbuhen nicht keine gute Geste, aber bei der Leistung, wie man das verübeln, da sind die Fans eben schon angepisst, denn ist man da, wäre, denke ich mal, jeder Fußballfan aus Leidenschaft angepisst. Aber gut, die Spieler können am Ende auch nichts dafür, so. Gut, das ist auf jeden Fall das Spielende. 4-0 gewinnt in Magdeburg. Ich melde mich gleich zurück mit den, ja, mit dem Ende eben. Und ja, dann bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Die Statistiken recht eindeutig. Magdeburg mit mehr Schüssen. Wie gesagt, Preußen Münster hatte die Chancen, aber sie haben sie nicht genutzt. Magdeburg auch mit doppelt so vielen Schüssen aufs Tor. Bei Besitz hatte, wie gesagt, Preußen Münster für sehr viel mehr. Eben Preußen Münster wirklich eine sehr bei Besitz starke Mannschaft, aber hat sich eben am Ende auch nicht ausgezahlt. Zwei Kämpfe gab es viele, aber 0-0 Fouls, gelbe Karten und rote Karten gab es auch nicht. Verletzungen ebenfalls nicht. Und Ecken 2-1 für Magdeburg. Und ja, Pass- und Schussgenauigkeit sehen wir schon. Magdeburg eben mehr Schussgenauigkeit und Preußen Münster mehr Passgenauigkeit. So. Gut, dann geht's mal weiter, würde ich sagen. Entschuldigung. Karlsruhe jetzt eben mit dem 2-1-Sieg gegen Fortuna Köln. Haben jetzt zur Halbzeit 1-0 geführt, die Karlsruhe. Und ja, jetzt werden wir gucken müssen, wie wen Wiesbaden spielt. Jetzt sind wir zumindest für einen Spieltag, für einen Tag schon mal. Na, wie heißt es denn? Ihr wisst schon. für einen Tag Tabellenführer, so wollte ich das sagen. So, Angebot für Scharhead. Auf jeden Fall über Wert. Eventuell, ich weiß nicht, soll ich verhandeln? Scharhead würde ich schon gern behalten. Aber dann könnten wir uns noch einen guten RM kaufen. Wir haben eine Verluste. Aber Scharhead ist eigentlich schon ein Spieler, den man behalten möchte. Gut, das ist mein Lieblingsverein. Eigentlich möchte ich jeden Spieler behalten, wenn man das so sieht. Aber geht eben auch nicht. Warte mal, wo ist meine, wo ist die Scout-Liste? Die sehe ich auch nicht mehr, ne? Kann das sein? Weil ich habe ja noch die ganzen Leute, die mit drinnen, dann sehe ich die ja alle. Ne, hier. Ne, hier. So, wo sind die ganzen Leute? Wir haben nur hier RMs mit drin gehabt, glaube ich. Ja, hier er zum Beispiel. 62 aber nur. Ah. Na, wenn er will, schon einkaufen, dann besser ist als Scharheit. So, sehe ich im Moment aber noch keinen. So, hier mal einen. Aber der hat kein Rating. Also, ich würde Scharheit eigentlich schon gern behalten. Soll ich verhandeln? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ups. Ich würde sagen, ich will mal kurz Training. Ich meine, das ist schon viel Geld. Und wenn ich dann eventuell noch ein bisschen verhandeln kann, dass ich noch mehr Geld rauskriege, dann kann man ja eventuell noch einen guten scouten, falls ihr versteht, was ich meine. Na, ich glaube, ich behalte ihn, weil ein 65er, den kann man immer mal gebrauchen, ist jetzt einer der besten aus dem Team, der kann sich auch noch ein bisschen entwickeln. Deswegen würde ich sagen, wir behalten ihn erstmal. Ich melde mich dann gleich noch auf das Angebot. So, morgen. Ja, wohl könnte morgen sein, aber auf jeden Fall nächste Folge, denn das DFB-Pokalspiel, die Runde 1, müssen wir auf jeden Fall gewinnen, um das Ziel zu erreichen. Das
Erwartungen, die Forschungserwartungen, genau, die wollen ja, dass wir eben das schaffen. So, ich würde dann ins Büro, um zu sagen, hin. Achso, da hätte ich auch einfach zur Transferzentrale gehen können. Ablehnen. Es ist viel Geld. Eventuell meldet sich noch einer, der über 1 Million bietet, dann können sie ihn haben. Aber gut, ich hätte jetzt, wie gesagt, noch verhandeln können, aber ja, gut. So, auf jeden Fall müssen wir ein bisschen wechseln hier. Die Stürmer vor allen Dingen mit wenig Energie haben sich auch gegen Frostmünzer ganz schön ausgepowert. So, dann lassen wir jetzt, wie gesagt, Schar halt mal spielen. Ich werde aber, na wohl, Schar halt, wollte ich nicht mal durchspielen können. So, dann machen wir die beiden noch rein. Und nehmen mal noch einen Dings mit. Ich lass mal Schwede wieder spielen. So, Niemeyer erstmal auf der Ersatzbank, das passt. Schäfer kann rein für Handke. Und Weil, obwohl wir machen mal das so. Und lassen Weil dann auf rechts spielen, das ist auch seine Position mehr oder weniger. So. Das passt erstmal. Wir lassen Blinker wieder auch spielen mal. Unser Standkeeper eben, wie gesagt, eigentlich. Ja, Erdmann können wir noch mitnehmen. Für sowieso, der ja ein bisschen ausgepowert ist. Dann lasse ich Erdmann mal von Beginn an spielen. Ja, den habe ich selten von Beginn an gespielt. So, dann ist das unsere Aufstellung für das kommende DFB-Pokalspiel, wie gesagt, gegen die FC St. Pauli, ja, die Hanseaten. So. Hat die Bundesliga jetzt angefangen? Es könnte sein, obwohl Dienstag, nee, ich glaube nicht. Na gut, wir gucken einfach mal. Kann ja nicht schaden. Also, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet. Ja gut, das Freitagsspiel hat angefangen. Bayern gegen Leverkusen. Bayern mit dem Sieg, mit einem 2-0-Sieg. Gut, wie gesagt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie gesagt, ob ihr, was ihr mit Schalke gemacht hättet, ob ihr verhandelt hättet, ob ihr ihn so verkauft hättet oder was ihr gemacht hättet, wie gesagt. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn wir zum DFB-Pokalspiel gehen gegen St. Pauli. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.